Meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen. Bitte begrüßen Sie mit uns. Unseren Stargast des heutigen FM4-Übergabetalks XXL. Frank Spielker. Frank Spielker von den Sternen. Servus. Ich fang schon mal an, ihr könnt euch ruhig Zeit lassen. Das wirklich Erstaunliche ist ja, dass die Sterne so ein bisschen mehr so einen Soundtrack fürs Leben eigentlich geschrieben haben. Also ist es ja eigentlich kein Job, sondern ist ja eine Leidenschaft. Ich bleibe an der Haustür stehen, um nochmal nach dem Haus zu sehen. Vielleicht kann man es irgendwie so sagen, sie hat ein bisschen mehr Swing. Kannst du mal sagen, das swingt? Swing finde ich nicht. Na gut. Super funky sind die nicht. It's like poetry really, poetry to music. Sehr konstant haben sie immer geliefert. Ich habe mich so in den 90ern immer gewundert, also was für Worte die benutzt haben und Vokabeln. Die Interessanten. Das Tolle an der Szene war ja zum einen mal erstens Selbstermächtigung, das war was mir eh schon immer sehr wichtig war. Die Sterne waren auf jeden Fall von Anfang an eine Band, die ja eigentlich auf einer Retro-Idee dann deutsche Texte gemacht hat. Und innen glitzert schon, bevor das erste Licht hereinscheint, den habe ich jedem erst geklaut. Schreiben ja eigene Songs, eigene Texte über ihr Leben in der Provinz. So jemand wie Max Giesinger wäre ohne die Sterne nicht möglich. Schätze ich doch am meisten die Interessanten. Ja, was ist denn noch gut? Die reden die ganze Zeit über neue Musik und so. Ich hab's wirklich genossen, ich kann das nicht anders sagen. Schätze ich doch am meisten die Interessanten. Ich spüre die Liebe. Ja. Deswegen bin ich auch gekommen. Wegen der Liebe? Wegen der Liebe, genau. Also ich versuche eine Popband zu sein. Ah, die Sterne. Also wirklich, wow.